Am 10. Januar 49 v. Chr. Standen Julius Caesar und seine Legionen nach einem langen und glorreichen Feldzug in Gallien am Ufer des Rubikon. Doch der römische Senat, angeführt von dem Politiker und Feldherrn Pompeius, bereitete einen Plan gegen Caesar vor, der viel Prestige und Macht erlangt hatte. Pompeius verlangte die Auflösung seiner Armee und Caesar sollte später wegen Ungehorsams und Verrats vor Gericht gestellt werden. Aus Angst vor Tyrannei verbot das römische Recht, römischen Generälen mit ihren Armeen von ihren Feldzügen zurückzukehren und Italien zu betreten. Caesar ließ sich jedoch nicht vom Senat demütigen und befahl seinen Männern, den Rubikon zu überschreiten, wobei er den berühmten Satz »Alea jacta est« – »Die Würfel sind gefallen« – sagte. Caesars Auflehnung stützte Rom in einen Bürgerkrieg, der die Geschichte des Abendlandes für immer verändern sollte.